Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein Smartphone für knapp 300 Euro vorstellen mit Android One. Was alles das Smartphone so drauf hat, welche Funktionen es mit sich bringt und so weiter, das sehen wir in diesem Video. Also, los geht's! Es handelt sich hierbei um das Aquaris X2 des spanischen Smartphone-Herstellers BQ. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, das ist das sehr schicke und hochwertig gehaltene Design. Auf der Rückseite haben wir zwar eine Polycarbonat-Rückseite, ist aber nicht sofort als dieses erkennbar. Und mit dem Aluminiumrahmen wirkt es wirklich extrem hochwertig und durch die abgerundeten Kanten liegt es zudem auch wirklich sehr angenehm in der Hand. Auf der Rückseite haben wir zum einen auch eine Dualkamera, dazu aber später mehr, und einen Fingerabdrucksensor, der auch wirklich sehr zuverlässig funktioniert. An der rechten Seite befinden sich dann auch der Power-Button und die Laute- und Leise-Tasten. Auf der Unterseite haben wir dann noch einen Kopfhöreranschluss, auch sehr praktisch, und einen USB-C-Port, also hier auch auf dem neuesten Stand. Auf der Vorderseite hat man das 5,65 Zoll große IPS-Display mit einem 18:9 Format. Auflösungstechnisch hat man hier 2160x1080 Pixeln und die Farben des Panels sind auch sehr natürlich gehalten, der ist nicht zu stark gesättigt und so weiter. Und auch von dem Blickwinkel, vom Kontrast und auch von der Farbwiedergabe hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Allerdings bei starker Sonnenanstrahlung kann es durchaus etwas schwieriger sein, das Display abzulesen, aber das ist bei vielen Smartphones so. Kommen wir nun zur Rückseite des Smartphones. Hier befindet sich ja die angesprochene Dualkamera. Hier hat man einmal einen 12-Megapixel-Sensor und auch einen 5-Megapixel-Sensor, welcher weitere Informationen bietet, die dann für Portrait-Fotos genutzt werden. Der Portrait-Modus an sich hat mir auch recht gut gefallen, allerdings gibt es bei Kanten oder auch bei Konturen des Gesichtes manchmal so ein paar Verwaschungen. Das hat mich jetzt so ein bisschen gestört. Die normalen Fotos an sich sehen hier aber wirklich sehr stimmig aus. Die Farben sind sehr natürlich gehalten, könnten vielleicht manchmal etwas satter sein, aber jetzt in Sachen Kontrast, Helligkeit, Farbwiedergabe und Detailgenauigkeit, da sehen die Bilder auf jeden Fall wirklich sehr schön aus. Auch der HDR-Modus hat im Alltag auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht. Übrigens, wer noch mehr aus den Fotos heraushören möchte, sollte sich auf jeden Fall den manuellen Modus etwas genauer anschauen. Die Frontkamera auf der Vorderseite macht ebenfalls darüber hinaus einen guten Job in Sachen Farbwiedergabe und Detailgenauigkeit. Für Selfies also auf jeden Fall gut geeignet. Eins der besten Funktionen finde ich beim Smartphone allerdings, dass das Smartphone mit Android One ausgeliefert wird. Das heißt, es ist das reine Android, so wie es auch auf den Pixel-Geräten zu finden ist, ohne dass jetzt noch eine Oberfläche installiert wurde oder unnötig viele Apps, die man halt jetzt nicht unbedingt im Alltag benötigt. Finde ich persönlich wirklich sehr, sehr schön, so läuft das gesamte System auch sehr flüssig. So hat man jetzt zum Beispiel auch die Google Lens-Funktion, das heißt Objekte oder Texte, die im Bild sich befinden, werden automatisch dadurch erkannt und auch bei Google gesucht. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, funktioniert auch in den meisten Fällen wirklich sehr, sehr gut. Ausgestattet ist das Smartphone übrigens mit dem Snapdragon 636, also ein leistungsstarker Mittelklasse-Chip, und das Smartphone an sich läuft wie gesagt auch wirklich sehr, sehr flüssig. Apps öffnen schnell oder auch Spiele lassen sich in guter Auflösung ohne Probleme und flüssig spielen. In meinem Fall habe ich die Variante mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internen Speicher. Davon kann man übrigens so knapp 22 GB benutzen. Es lässt sich aber auch ganz einfach per MicroSD-Karte erweitern. Des Weiteren gibt es auch noch eine Variante mit 64 GB und 4 GB Arbeitsspeicher. Ist also noch so ein bisschen schneller. Akkutechnisch hat mir hier einen 3100 mAh Akku verbaut, reicht für mich eigentlich ohne Probleme aus, um damit durch den Alltag zu kommen. Wenn man wirklich ein Power-User ist, der wirklich viele Fotos macht, viel spielt, viele Videos macht und so weiter, könnte es vielleicht irgendwann zu nahe gehen, das ist natürlich ganz klar, da empfiehlt sich auf jeden Fall eine Powerbank. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit des Videos angekommen. BQ bringt mit dem Aquaris X2 auf jeden Fall ein wirklich sehr solides Gesamtpaket an Smartphone auf den Markt. Man bekommt eine gute Kamera, ein schickes Design, ausreichend Leistung und das beste Feature für mich ist einfach Android One. So hat man einfach das Pixel Android auch auf dem BQ Smartphone und wird damit auch in Zukunft mit Sicherheitsupdates und so weiter versorgt. Bisschen gestört hat mich der Portrait-Modus und dass man jetzt das Smartphone bei stärkerer Sonnenanstrahlung nicht unbedingt so gut ablesen kann. Das ist aber eher so Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Dennoch für knapp 300 Euro bekommt man hier wirklich ein richtig gutes Gesamtpaket und ich kann auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Und nun gibt es noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar verlose ich zusammen mit BQ 2 Tickets für die IFA in Berlin, die jetzt ja im 1. September Wochenende stattfindet. Auch ich werde vor Ort sein. Dort gibt es ja immer die neuesten Attraktionen und Gadgets im Bereich Technik, alles was dazugehört. Smartphones, Fernseher, Kopfhörer, Soundsysteme, Kühlschränke, Waschmaschinen, alles was
was es halt so Neues gibt im Bereich der Technik. Das wird da vorgestellt. Und was müsst ihr jetzt machen, um die beiden Tickets zu gewinnen? Ihr müsst einfach unten in die Videobeschreibung gehen. Da findet ihr einen Link zu meinem Instagram-Account. Und dort findet ihr ein Bild, das ist auch direkt verlinkt. Da müsst ihr einfach mich abonnieren und auch den BQ-Channel abonnieren. Ist alles auch nochmal beschrieben bei dem Bild, was ihr machen müsst. Und dann einfach einen Kommentar schreiben, warum ihr gerne diese Tickets gewinnen möchtet und was ihr euch von der IFA erwartet, was euer Lieblingsprodukt ist, auf was freut ihr euch am meisten, auf welche Präsentation. Schreibt einfach irgendwas Kreatives unten in die Kommentare bei Instagram, also nicht bei YouTube, sondern bei Instagram, und dann halt einfach meinen Account abonnieren bei Instagram und den Account von BQ abonnieren. Das war's und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Alle weiteren Infos finde ich auch nochmal bei Instagram, wie gesagt, beschrieben. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Bis dann, macht es gut. Ciao.